Folge 39 von Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Wir haben die Quest Jägertöter angenommen. Das heißt für uns, wir müssen einen Großbuggy, Yagi und einen Barot erledigen. Keine einfache Aufgabe, gebe ich zu. Aber ich bin mir sicher, wir werden sie meistern. Und dafür werden wir uns als erstes dem Großyagi zuwenden, das einfachste der Monster. Ich weiß noch nicht, ob ich beide Monster in dieser Folge zeigen werde. Ich werde es versuchen, ich werde es vermutlich auch so machen. Aber, ja, wie gesagt, warten wir einfach mal ab. Weil der Barot, ja gut, wir kriegen es hin, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es wird dennoch eine Herausforderung für uns werden. Und ich kann mir vorstellen, dass der Barot wieder in Gebiet 3 ist, da der ja Schlamm zu lieben scheint. Noch einmal die Klinge geschärft. Chacha, bist du bereit? Ah, ich wusste es doch. Komm. Er hat's wieder auf Chacha abgesehen. Aber ich bin ehrlich, ich erjag das viel lieber, anstatt dass ich es fange. Aber ich wette, dass das auch noch kommen wird. Da fällt mir ein, der Barot kann ja auch ein Gebiet 6 sein, der frisst ja Ameisenhaufen. Komm! Ich überlege auch gerade, wenn wir den Lakiakrus, oder wie das Ding jetzt heißt, verjagen sollen, und der hat ja Donnerangriffe, wäre es glaube ich nicht verkehrt, wenn wir noch ein paar Barot Panzerteile hätten, weil der Barot ist ziemlich immun gegen Donnerangriffe. Das wäre gar... Oh Gott! Das wird jetzt interessant. Geh weg von mir! Jetzt haut diese Sau ab! Uah. Lass ihn bitte hier sein. Ja, da ist er. Verarschst du mich jetzt eigentlich? Gerade dachte ich, der will abhauen. Ah, eins besiegt, sehr gut. So, den nehmen wir jetzt noch auseinander. Dann heilen wir uns und dann geht's los. Und dann jagen wir den Barot.
Mal geheilt. Los geht's. Wir kennen ja jetzt auch schon die Taktik des Barots ein bisschen. Komm her! Oh je. So viel dazu. Ciao, ciao. Deine Aktion. Jetzt mach mal was! Ah! Das ist peinlich. Das ist ein bisschen peinlich. Doch mal stehen. Oder schüttel dich, ist mir egal. Warum wollen eigentlich alle immer auf Chacha losgehen? Ich verstehe es nicht. Oh Mist. Ah. Chacha, die feige Sau ist abgehauen. Ja, natürlich. Ausgerechnet jetzt. Ah. Ja, Chacha, wenn du wütend bist, dann lass deine Wut an diesem blöden Ding da aus. Das ist natürlich die Frage, wo er hinten, wohin er geflohen ist. Ja, ich wusste es doch. Los, Chacha, auf in den Kampf! Das erinnert mich irgendwie an der Herr der Ringe. Das da ist ein Hobbit. Ja, wohl ruhig. Bleib bei Chacha, lass mich in Ruhe. Am besten wirklich ziemlich nah dran bleiben. Ja, Chacha! Los! Chacha, bleib weg von mir. Wenn du so drauf bist, will ich nichts von dir.
Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh je. Er hat eben irgendwas fallen lassen. Ich frag mich, was das war. Ah! Uiuiuiui. Er ist ein bisschen angepisst, oder? Ja, ist er. Ich verliere total den Überblick, aber es macht einfach Spaß. Naja, vielleicht kann ich jetzt keine Ahnung, was er für da fallen gelassen hat, mal einsammeln. Wenn es sich nicht aufgelöst hat. Natürlich hat es sich aufgelöst. Mist. Ich frag mich, was das war. Schade. Wenn das ein Teil von seinem Panzer war, wäre es schade. Aber es war garantiert nur eine Wyvern-Träne. So, schnell erhält sich. Wieso muss ein Insektenfresser so mordsmäßig gepanzert sein? Oh je. Greif Schatscher an. Okay, komm her. Oh je. Die Yagis halten sich schön raus. Aber jetzt kommt einer auf mich zu, oder?
Ja, ich kann mir vorstellen, was da eben fallen gelassen wurde. Schaut euch mal die Hände an, die sind nicht mehr gepanzert im Vergleich zu vorher. Ach geil, der Schwanz ist nicht mal gepanzert. Der verliert nach und nach seine Panzer. So. So. Wo wird er wohl hin sein? So eine Überraschung. Come on, bitch. Er wird sich jetzt garantiert erstmal im Schlamm suhlen. Ah, doch nicht. Es wäre gut, wenn ich ihn aus dem Schlamm raushalten könnte erstmal. Wow, der ist echt sauer. Oh. Okay, ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen Leben tanken. Ja. So. Komm schon. Cha-cha! Ja! So viel dazu zum Jägertöter. Chacha, das haben wir beide gut gemacht. Oh Mann. Das war echt ein heftiger Kampf. Aber wir beide haben es gut überstanden. Ich bin echt überrascht, wir sind eigentlich ziemlich flott vorangekommen. Eine Viertelstunde Kampf, wow. Also allein gegen den Baro, circa eine Viertelstunde. Da wird ja der La Bomba oder wie der komische Hase da heißt, in der nächsten Folge, denke ich, ein bisschen harmloser. Aber das darf ich nicht so laut sagen, wahrscheinlich macht mich das Vieh jetzt völlig fertig. Hat einer im Dorf etwas zu unserer Jagd, zu unserem Jagdergebnis zu sagen? Alles mal weg. Rustkugel plus, oh geil. Keine Ahnung, was das sein soll. Verkaufen wir es.
Der Barot war größer als der letzte. Fortschritt speichern, ja. Keiner was zu sagen, schade. Können wir irgendwas bauen? Ich glaube ja nicht. Nein. Ach, Feuerstein fehlt mir. Okay. Gut, Leute, das war's dann mit dieser Folge Monster Hunter. In der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, diesen komischen Schneehasen jagen. Den haben wir in einer der ersten Folgen in der Arena bereits bekämpft. Gut, freut mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge mit dabei. Bis dann. Ciao.